Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und wir haben letztes Mal den Geistertempel abgeschlossen, das heißt wir haben den fünften Weisen Minoru jetzt auch auf unserer Seite. Und unsere Aufgabe ist es jetzt eigentlich zum Deku-Baum zu gehen und etwas über das Masterschwert zu erfahren. Aber ich habe natürlich wieder andere Pläne. Unter anderem zwei Nebenaufgaben. Einmal hier oben, das ist Teil dieser, ja, was die hier für im Schutzraum immer wollen, dieser Monsterjagd, sage ich mal. Da oben ist ein Alpha-Elite-Blockkonstrukt. Und das sollen wir ausschalten. Dann habe ich mir... Hatte ich das nicht eigentlich auch in einem Tagebuch? Ja, echt mal, das ist ja... Das hätte ich mir gar nicht so markieren müssen. Das habe ich ja schon als Nebenaufgabe. Das würde ich noch machen, dass wir hier die Monster in Akala bekämpfen. Dann habe ich, glaube ich, wieder genug Majuis, damit ich mir noch was von Coltin holen kann. Ich wollte mir nochmal mit euch zusammen die letzte Animation angucken bei den großen Feen. Also ich kann meine Leuchtrüstung jetzt, meine Untergrundrüstung, jetzt jedenfalls ein Teil auf volle Stufe holen. Und ja, die Animation gucken wir uns noch zusammen an. Und dann habe ich mir noch schön Schreine markiert. 4 Stück. Vielleicht mache ich mich dann auch schon auf dem Weg zum Deku-Baum. Kann ich jetzt noch nicht garantieren. Aber gut. Ich würde sagen, dann gehen wir einfach mal zuerst nach Akala. Machen diese Aufgabe, kriegen wir noch ein bisschen Geld. Dann können wir ja zu Coltin und zu einer großen Fee. Ich war übrigens noch mal kurz im Untergrund und habe noch Sonanium gesammelt. Ich habe wieder eine Batterie mehr. Yes! Gerade wenn ich das Konstrukt von Minoru benutzen will, brauche ich ja Batterieleistung. Wenn wir uns dann um die Questreihe kümmern beim Deku-Baum, werden wir auf jeden Fall einem Miasma-Monster über den Weg laufen. Das wird sich nicht vermeiden lassen. War gut, also eins habe ich ja schon platt gemacht, aber das war halt offline. Trotzdem bin ich mir relativ sicher, das schaffe ich auch noch das andere. Haben sie sich hier ein Lager eingerichtet oder was? Da sind sie. Hey Leute, wartet! Wenn das nicht Link ist, du unterstützt uns also erneut. Ich bin dankbar und erleichtert. Wie du dir sicher denken kannst, greifen wir die Monster dort an, die eine Gefahr für alle Bewohner der Region darstellt. Genau wie letztes Mal werden wir uns dem Monsterlager nähern und dann sofort mit dem Angriff beginnen. Es wäre mir eine Ehre, mit dir an unserer Seite gegen diese widerwärtigen Monster zu vertreiben, Link.
Von da oben könnte ich einen Flugangriff starten. Runter mit dir in den Abgrund. Ich habe hier noch ein paar, die ich noch aufrüsten kann, ne? Runter mit dir. Warte, was? Wir haben alle erledigt. Wir haben gewonnen. Hast du überhaupt mitgekämpft? Wir haben gewonnen, das nur, weil alle so hervorragend gekämpft haben. Link, hab Dank für deine Hilfe. Dürfte ich dich vielleicht bitten, mir einen Augenblick lang zuzuhören? Ich kann dir gar nicht genug für all das danken, was du für uns getan hast. Manchmal frage ich mich jedoch, wer hier die Monsterwehr ist, wenn du die ganze Zeit die Kartoffeln aus dem Feuer holst. Du hast hier auf jeden Fall eine Belohnung verdient. Dankeschön. Ich gedacht, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um der Monsterwehr ein kleines Päuschen zu gehen. Der Blutmond, du weißt schon, Link. Wenn sich der mit Blut rot fährt, dann stehen alle Monster wieder auf. Da unser Kampf wohl also nie ein Ende findet, wir müssen jede Möglichkeit zum Ausruhen nutzen, die uns bietet. Wenn du für immer bei uns wärst, Link, stünden die Dinge anders, aber ich weiß, dass das vollkommen möglich ist. Damit werde ich mich nun verabschieden. Vielleicht treffen wir uns ja eines Tages auf dem Schlachtfeld. Möge Göttin Höhes Segen mit dir sein, mutiger Rittersmann. Tada! Was könnten wir denn gleich nochmal? Und das Schwert, hier machen wir den mal dran. So. Sieht aus wie so eine Sense. Was hatte ich vorher? Die Klinge, glaube. So. Nein, Tagebuch. Operation Himmelsriese, das war's. Wo wäre denn hier die nächste große Fee eigentlich? Ich gehe zum Stall der Zwillingszwerge. Zwillingszwerge, so gut. Und es regnet. Nur Regen? Ja, nur Regen. Hallo. Warum kann ich nicht mit ihr reden? Jetzt.
Ja. Ich mach mal den Harnisch. Ganz schön teuer. Oh Gott, der Arme. Link, alles gut? Oh, Notarzt. Was? Ich kann noch was verstärken, echt? Oh! Na, dann mach mal hier. Link, es tut mir so leid. Die Pferde ihren Spaß. Was würdest du denn hier? Opale brauchst du dafür. Oh, dann bin ich meinen ganzen Bernstein los. Aber gut, komm. Immerhin ist das eine gute Verteidigung. Gehen wir mal hoch nach Tavurase. Wie jetzt die ganze Zeit nur dieser Hinweis über das Konstrukt kommt. Ist hier irgendwo ein Feuer oder so, wo ich mich mal hinsetzen kann, bis ein Abend ist? Nö, offenbar nicht. Na gut. Dann mache ich mir jetzt selber eins. Die schon immer da. Ach, da hinten war es genau.
Naja, haufenweise. Es reicht jetzt eigentlich für diese Maske. Ja, genau. Guten Appetit. Geisterkopfschmuck. Ich habe jetzt so viele Mario-Signer verzehrt, aber ich bin immer noch nicht ein Satori geworden. Vielleicht wird das, man muss wirklich alle Signer verspeisen, bevor man sich verwandelt. Lieber Reisender, ich habe eine letzte Bitte an dich. Falls es dir gelingt, alle verbleibenden Mario-Signer zu sammeln, dann... Aber nein, ich kann dir nichts versprechen. Ich habe keine Schätze mehr, die ich dir im Tausch anbieten könnte. Ich kann dir nicht guten Gewissens so eine schwierige Aufgabe aufhalsen. Oh Gott, Blutmond. Wir verziehen uns einfach mal in unser Haus, würde ich sagen. Was mich halt doch ein bisschen wundert, also in meinem Buch steht, wenn man von allen Bossmonstern, also jedes Exemplar, das irgendwo in der Welt rumkriecht, wenigstens einmal besiegt hat, kriegt man eine Medaille. Bei meinem letzten Offline bin ich hier in der Wüste rumgelaufen und habe alle Moldoras platt gemacht. Also es gibt laut meinem Buch gibt's vier und ich habe alle vier platt gemacht. Aber irgendwie kriege ich die Medaille nicht. Ich weiß nicht, ob irgendwas nicht gezählt hat. Ob das eine nicht gezählt hat, dass ich im Rahmen der Nebenmission platt gemacht habe, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber hm. Oh, kalt? Sorry, Linky. Nein. So. Ja, das gerade aussieht wie so eine Arena aus. Da sind die ja meistens drin. Da unten. Huch. Da. Luftballons, wofür auch immer ich die eventuell brauchen könnte. Halt. So. Hallöchen, Großer. Ausnahmsweise mal das Richtige erwischt. Ja gut, die Alphas sind halt nicht so stark. Das geht ganz gut. Tada! Gib her. War es das schon? Ne, noch eine Kiste. Eine alte Karte. Ach so, ich hab den Schatz schon gefunden. Na, ganz toll.
Ich glaube, mehr ist hier auch nicht. So, ich will meine Rubine haben. Drei, aber eine ist doch jetzt fertig. Bekannte Monster, das alle nur Alpha Pokémon zurücknennen. Wahrhaftig, für sie hoch aufzusteigen, das Monster in die Schranken zu weisen, ist wahrhaftig ein Meisterling. Wir können dies nicht selbst bezeugen, aber niemand in unserer Truppe würde deine Worte bezweifeln. Aber ich könnte sie also eigentlich auch einfach anschwenden. Mit dir ist kein reicher Lohn, doch er drückt unseren allertiefsten Dank für deine Hilfe aus. Holm, Thoren und Armani sind derzeit alle im Einsatz, Young Pashino. Thoren ist doch fertig, oh. Ein Firone. Evandra floss ein Piratenschiff. Ah ja. Gut. Dann könnte ich mich ja gleich mal zu dem Schrein hier oben aufmachen, weil dann habe ich ja schon mal die richtige Ausrüstung dabei. Also die richtige Rüstung an. Hier muss ich mich drauf einstellen, ich muss gegen einen Glaziarock antreten. Aber meine Rüstung hat ja schon den Nebeneffekt kein Gefrieren, also er kann mich schon mal nicht mehr einfrieren. Ich lass mich mal hochfeuern. Moment. Zu dem Lilanen muss ich. Ich lieb's, wenn ich nichts sehe. Hatte ich einen Glaziarock schon mal fotografiert?
Nee, noch nicht. Aber ich warte, glaube, bis der groß wird. Damit riskiere ich zwar, dass der direkt kaputt geht, aber na gut. Ach nee, wenn ich die Schneestiefel jetzt anziehe, habe ich leider keinen Gefrierschutz mehr. Hey Kumpel! Komm raus, komm raus! Muss ich dich erstmal ein bisschen provozieren? Komm raus! Fein! Verdammt. Verdammt. Ach, verdammt, ich habe keinen Bogen mehr ausgerüstet. Hey, hey. So, ja nun nicht. Uah, warum jage ich mich selbst in die Luft? Haben wir noch was zertrümmert? Hier ein Bohrer. Tada! Dann zeig ich mal, hast du noch irgendwas? Aber schön viele Opale. Oh, Ausdauerling. Oder?
So, da hast du. Schöne ist, das sind ja dann wenigstens raue Segensschreine. Saphir. Könnt ihr mal gucken, was hier für eine Höhle ist. Wenn so einer hier ist, dann... Dann nur noch ein Silberner. Das muss jetzt nicht sein. Gut. Oh, dann hatten wir hier oben einen Schrein. Ist ja wieder bei einem Abgrund. Da. Ich habe den Abgrund schon gesehen. Jetzt nicht, Wolfies. Im Gleichgewicht.
Ups. Ich mach mir hier mal eins auf Nummer sicher. Wir machen hier ein Gewicht dran. Ich muss darüber, okay. Angeblich kann ich den Würfel dann auch wieder wegmachen. Na, okay, so nicht. Und mich hochschleudern lassen, wisst ihr, wie ich meine? Und dann komme ich zur Truhe, wo ein großes Sonanium drin ist. Das könnte ich ganz gut gebrauchen. Ich bin jetzt hier drauf. Mach mich los. Nö. Irgendwie funktioniert das. Ach, da ist die Truhe. Ja gut, das müsste vielleicht klappen. Runterfallen wollte ich jetzt eigentlich nicht. So. Und am Versteck der Jäger. Ist da was Interessantes unten vielleicht? Könnte man ja mal gucken gehen, wa? So. Thank you.
sehe wieder nichts. So abartig. Ach, da ist offenbar auch gleich eine Wurzel unter mir. Das ist sehr schön.